Willkommen bei Minecraft und einer weiteren Folge Katastrophe. Das hier ist ein sage und schreibe Gummibaum. Ich wollte einen Setzling setzen, Gummibaum. Ich wollte mal wissen, wie er aussieht. So. Dieser Baum ist gigantisch. Der sprengt Welten. Um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt nicht Unmengen an Arbeitsspeicher bei den Technik-Launcher reingesteckt. Und wäre das hier keine Arbeitskiste, muss ich sagen, wäre das wahrscheinlich alles gecrashed. Ja, wie man sieht, das dauert, ist auch schon ein bisschen langsam. Es ist dunkel, mein Palast ist quasi eingemauert. Und die Karte kommt ja nicht so schnell hinterher, um mir ja, nachzubauen. Die Frage ist, behalte ich die Welt weiter? Bringt es was? Weil man sieht hier ja nicht, ich bewege ja schon die Maus, wie man hier sieht. Aber es hängt vorne und hinten, obwohl die Leistung da ist. Beim normalen Rechner würde das jetzt quasi die Map komplett sprengen und kaputt machen. Hier bewegt sich das in Zeitlupe. Ich versuche diese Welt noch zu retten. Am besten ist es, ich muss das mal aus diesem Gewirre hier raus. So, er hat sich ein bisschen erholt. Ja, ich muss mal ein bisschen warten. Das dauert und dauert. Es kann sein, dass ich auch eine neue Karte aufmachen muss. Nur muss ich schon wieder alles neu bauen. Langsam macht es keine Lust mehr. Deswegen will ich eigentlich diesen Baum hier machen, damit ich dann quasi hinterherkomme. Ich versuche jetzt mal aus diesem Gewirre hier rauszukommen. So, jetzt funktioniert es wieder einigermaßen, nachdem er hier nicht mehr so viel aufbauen muss, weil das ist ja schon hier. Wenn ich einmal oben bin, dann geht das schon. Wie man schon hier oben an dieser Karte hier sieht, wo er gerade gesehen hat, habe ich da schon ein ganz schönes Lagerfeuer aus Lava gemacht. Da habe ich, ich werde es ja gleich zeigen, wenn ich irgendwann mal hochkomme. Ach Mensch, mach doch mal. Ich sehe natürlich wieder nichts. Irgendwie reagiert das gerade nicht mehr. So, ich scroll hier auch rum, wie man gerade hört. Es reagiert nicht. Ich werde mal eine kurze Aufnahmepause machen und dann mal schauen, wie es funktioniert. Da bin ich wieder. So, der Rechner hat sich mal wieder eingekriegt. Jetzt habe ich mich ein bisschen hochgebaut. Jetzt habe ich quasi nicht brennbare Blöcke genommen und lasse einfach mal Lava runterlaufen. Und ja. Und die Lava entfacht ja auch Feuer. Und damit ich ganz genau weiß, wo jetzt wo ich denn die Lava wieder stillen muss, weil es geht ganz einfach, indem man einfach wieder einen Block draufsetzt. Und dann ist die Lava weg. Sie braucht nur eine Weile. Und ja. Dementsprechend versuche ich gerade dieses Mammutsprojekt Beseitigung eines Baumes zu erledigen.
indem ich einmal mal überall ein bisschen Lava setze. Als Markierung nehme ich diesen Punkt hier. Gut, dafür muss ich ja später wieder einiges reparieren. So, jetzt brauche ich wieder etwas länger. Gut, okay. Ah, es hängt da wieder. So, gut. Und jetzt lassen wir einfach mal dem Feuer seinen Lauf. Hier nimmt es ja schon wieder ab. Wie man jetzt sieht, das war hier alles. Also, wenn Sie das Bild mal mitbewegen, bitte. Bis hier oben hin. Und das hat sich alles schon durchgefressen. Unten entstehen natürlich neue Landmassen durch Wasser und Lava. Entsteht dann so Cobblestone. Auf Deutsch einfachen Stein. Ich sollte mich lieber hier drinnen verdrücken. Hier unten brennt sogar noch drinnen. Und ja. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen alles anbrennen hier. Oh, der Ton kommt ja auch mal wieder. Das ist auch mal eine Seltenheit bei Minecraft. Die Lava breitet sich ja mal Stück für Stück aus. Und das wird eine ganze Weile dauern. Vielleicht kriege ich die Welt repariert, wenn nicht, muss ich einen neuen anfangen. Wenn der größte Teil abgebrannt ist, kann man ja diese Axt nehmen, die macht mehrere Blöcke hier. Schlechtes Beispiel. Wo kann ich denn das Beispiel dann hier? Zum Beispiel hier. Na, jetzt hängt es. Also immer, wenn ich ein Beispiel zeigen möchte, geht es schief. Okay, abgeschmiert. Bis zum nächsten Mal.